Heute möchte ich mal ein kleines Review über meinen Canon Maxify MB5150 Drucker machen. Ein paar Videos zu dem Drucker habe ich schon gemacht, vor allem was die Geschwindigkeit beim Scannen angeht. Da schaut mal in die Infokarte, da blende ich euch jetzt das entsprechende Video ein. Da könnt ihr nochmal genau schauen, wie schnell der zum Beispiel scannt. Andere Videos, die ich gemacht habe, war, wie man den mit einem Netzwerkordner im Heimnetz verbinden kann. Aber jetzt zum Review. Ich habe mir jetzt einfach mal ein paar Plus- und ein paar Minuspunkte aufgeschrieben, die ich mit euch jetzt durchgehen werde. Was ich ja schon angesprochen habe, die Netzwerkfunktion. Also man kann den ins WLAN einbinden, aber ich habe den hier mit einem Ethernet-Kabel an meinen Router angebunden und damit habe ich eine störungsfreie Übertragung. Hatte jetzt auch noch nicht den Fall, dass der sich irgendwie aus dem Betriebssystem rausgeschmissen hat. Ich habe den mit fester IP hinterlegt und seitdem druckt der zuverlässig. Dann gibt es noch diese Funktion des Netzwerkscans. Das geht wohl auch auf Computer, da muss aber die ganze Treiber und was weiß ich, Kennsoftware da installiert sein. Ich habe gerne wenig Software auf meinen PCs, vor allem müsste ich die auf allen PCs hier, die den benutzen wollen, installieren. Das hätte ich ziemlich nervig gefunden, deshalb hat der eine super Funktion und zwar kann der auf Netzlaufwerke scannen. Da kommen wir zwar auch noch zu einem Nachteil von der ganzen Geschichte, aber wenn ihr zum Beispiel eine Fritzbox habt oder ein NAS oder ihr könnt es im Grunde auch von eurem PC einen Ordner freigeben, auf den der scannen kann, ja, ist das super komfortabel, weil man hat das auf allen PCs dann verfügbar, die halt Zugriff auf diesen Netzwerkordner haben und muss nichts installieren. Man kann sogar dann scannen, wenn die PCs aus sind, weil es halt ja auf, was weiß ich, auf die Fritzbox dann scannt, die ja eh immer läuft. Also das ist echt klasse. Wir schauen uns dann am Ende auch nochmal an, wie schnell der Workflow für Scannen dann ist. Das ist nämlich auch bemerkenswert. Genau, was ist noch schön? Ja, kommen wir zum Druck. Und zwar kann er sehr schnell drucken und er kann auch doppelseitig drucken. Ich werde jetzt auch mal einen Testdruck für euch dann starten. Könnt ihr sehen, wie schnell das geht. Und ich mache auch gleich einen doppelseitigen Druck, sodass ihr das quasi dann auch mal gesehen habt. Das ist ein Bürodrucker, die Maxify-Serie. Das ist sozusagen die Arbeitspferde bei Canon. Dazu sollte man wissen, dass der sich halt eben nicht dafür eignet, Bilder zu drucken. Für das Bilderdrucken lohnt sich ein Drucker eigentlich eh fast nie. Da habe ich auch mal ein Video zu gemacht. Könnt ihr in die Infokarte schauen. Geht da lieber zu eurem Drogeriemarkt. Das ist günstiger und die Qualität ist besser. Wenn wir schon beim Drucken sind, kommen wir zu den Druckkosten. Hier habe ich mal so eine Packung mit Patronen stehen. Patronen kann man schon kaum noch sagen. Das sind eigentlich Tanks, also das sind richtige Tintentanks. Die sind ziemlich groß und diese Schwarzpatrone hier druckt zum Beispiel 25 Seiten. Wenn ich mich jetzt recht erinnere, dann kostet die 27 Euro einzeln. In so einem Pack ist sie dann wieder mal günstiger. Immer auf die XL-Variante achten und damit bin ich eigentlich bei einem Seitenpreis, glaube ich, von 1,3 Cent oder sowas. Schaut da nochmal bei Drucker-Channel nach. Die Preise ändern sich ja auch hin und wieder mal. Aber damit habe ich ungefähr das Niveau erreicht, wo man früher nur mit Laserdruckern rankam. Und ich habe hier halt eine Tinte für. Textdrucke sind auch sehr scharf. Bei Canon kennt man das. Das ist alles Pigmenttinte. Auch das spricht dafür, dass es halt ein Bürodrucker ist und keiner, der jetzt für Bilderdruck geeignet ist. Pigmenttinte eignet sich eher für Text, weil das halt schön randscharf ist, aber nicht so sehr für den Bilderdruck. Ja, zum Scannen habe ich ja schon gesagt. Der kann beidseitig scannen und entsprechend halt auch auf meinen Router, der da rechts steht, oder auf mein NAS. Ich habe ein NAS eingerichtet. Die Bedienung bei den Druckern finde ich generell immer ein bisschen umständlich. Kommen wir aber mal da, wie der das gelöst hat. Also das Menü an sich, will ich gar nicht im Detail darauf eingehen, aber es gibt halt ein Scan-Menü, da ist es echt umständlich zu bedienen. Aber man hat ja so einen Standard, mit dem man scannt. Bei mir sind das 300 dpi, ich will ein PDF scannen und dann nur noch variieren, habe ich jetzt was drin liegen, was doppelseitig gescannt werden muss oder nicht. Schwarz und Weiß kann ich eben mit den Hardware-Tasten nochmal bestimmen. Das heißt, ich habe mir hier zwei benutzerdefinierte Profile angelegt. Das eine heißt Simplex, das andere heißt Duplex und das war's. Das heißt, wenn ich scannen will, ihr müsst jetzt nicht genau sehen, was auf dem Display passiert. Ich hole mir aber mal ein DIN A4 Blatt, beziehungsweise nehme das hier unten raus. Nicht, dass ich jetzt hier irgendwelche Datenschutzverletzungen begehe. Und lege das hier oben ein. Das ist jetzt erstmal eine Seite. Die meisten Sachen, die ich scanne, die sind schwarz-weiß, einfach weil es meistens Textdokumente sind und das spart natürlich auch dann Platz. Deshalb, mein Workflow ist jetzt also folgender. Platt oder Stapel einlegen. Gehen wir da mal von aus schwarz-weiß und doppelseitig. Ich klicke auf benutzerdefiniert, klicke auf Duplex, also doppelseitig scannen. Jetzt habe ich hier in diesem Profil schon hinterlegt, wohin er scannen soll, nämlich auf meinen NAS. Das ist schon drin, da muss ich nichts mehr einstellen. Die DPI sind festgelegt, Format ist festgelegt, PDF ist festgelegt und wie gesagt, Duplex jetzt in dem Fall. Muss aber nichts mehr machen, ist wirklich nur dieses benutzerdefinierte Profil auswählen, von denen ich zwei habe, einmal für Simplex, einmal für Duplex. Und jetzt kann ich noch wählen, ob ich farbig oder schwarz haben will mit den Hardware-Tasten. Ich will ja schwarz haben oder Graustufen. Und jetzt schauen wir mal, wie schnell das geht.
So, das war's. Da hat er jetzt ein Dokument erstellt, beidseitig gedruckt. Das Anfahren dauert ein bisschen länger, weil da initialisiert er erstmal die Verbindung im NAS. Wenn mehrere Blätter drin liegen, geht das ratzfatz durch. Wie gesagt, schaut mal in das angesprochene Video. Da habe ich es mit 10 Blättern gemacht. So, kommen wir zu den Negativpunkten. Und zwar die umständliche Einrichtung. Das Netzwerklaufwerk zum Beispiel. Hätte ich jetzt erwartet, dass der Drucker eine kleine Weboberfläche bereitstellt und ich im Browser einfach Zugangsdaten und so eintragen kann. Das hat nicht funktioniert. Auf Windows muss man da so eine merkwürdige Exe runterladen und in den Druckerspeicher den Pfad und die Zugangsdaten einschreiben. Diese Exe ist blöderweise noch schlecht übersetzt und ja, insgesamt fummelig. Die tut aber ihren Dienst, gut gefallen hat sie mir trotzdem nicht. Zum Glück muss man die nur einmalig bei der Einrichtung bemühen. Das andere, was mir nicht gefällt, der hat zwar eine recht kompakte Bauform, aber irgendwie ist dadurch, dass die aus Japan kommen, irgendwie Platzprobleme, keine Ahnung. Habe ich das auch bei den Epson-Dingern immer gehabt. Die sind zwar total toll eingeklappt, zum Beispiel hier dieses Fach, wenn der geliefert kommt, dann ist der bündig hier. Dann habe ich hier das Fach nicht rausstehen. Das Fach selber kann ich nämlich in der Größe verstellen. Und im Auslieferungszustand ist das halt klein und guckt hier nicht raus. Ja, wenn ich den jetzt aber auspacke, muss ich den ohnehin ausziehen. Und der Platzgewinn ist eigentlich wieder dahin. Also das heißt, ich habe hier immer was rausgucken. Dann kommt noch dazu, dass ich für das Ausgabefach auch nochmal was ausziehen muss. So, ja, wie so ein Transformer irgendwie. Und hier oben, auch beim Einzugsscanner, ja, kennt man ja auch das, muss ich nochmal aufmachen. Ja, das sind so die Unzulänglichkeiten oder das hat mir, sieht einfach scheiße aus. Also tolle kompakte Bauform und dann hat man hier überall irgendwas rausstehen. Und vor allem halt auch Teile, die am Ende vielleicht kaputt gehen können. Aber das war's auch schon größtenteils mit den Nachteilen. Also für mich sind immer wichtig die Folgekosten und die sind halt einfach bei dem sehr gering. Und der Scanner ist mir wichtig, dass ich vernünftig scannen kann und das ist bei dem quasi optimal gelöst. Der Drucker kostet Stand heute so um die 150 Euro. Ich habe damals noch ein bisschen mehr bezahlt. Das ist auch ein älteres Gerät. Ich glaube, 2016 ist der in Handel gekommen. Jetzt haben wir 2019. Ich habe den jetzt auch schon längere Zeit in Benutzung und tut recht zuverlässig seinen Dienst, was er auch, was gar keine Probleme macht, wenn man Originalpatronen verwendet. Das zum Beispiel Düsen verstopfen oder so. Das gibt es überhaupt nicht quasi. Und bei diesen günstigen Originalpatronen, Tinten benutze ich die sogar, weil die einfach extrem günstig sind dafür, dass es Originaltinten sind. Also bitte noch eins am Ende, macht nicht den Fehler, wenn ihr jetzt nach dem Drucker schaut, sucht euch nicht den günstigsten Drucker aus. Das müsst ihr abhängig von eurem Druckverhalten machen. Meistens ist es so, dass die günstigen Drucker am Ende das Geld über die Patrone wieder reinholen müssen. Das muss der scheinbar nicht so sehr. Der ist nicht mal besonders teuer für das, was er kann. Ich finde, das Preis-Leistungs-Verhältnis ist absolut angemessen. Trotzdem bekomme ich relativ günstig die Patronen dann beim Nachkaufen. Wenn ihr euch jetzt einen günstigen Drucker kauft, kann es sein, dass die Seitenkosten relativ hoch sind. Auch da kann ich euch mal Drucker-Channel empfehlen. Die schlüsseln das schön auf, was die Folgekosten sind. Gibt es auch druckkosten.de, ist glaube ich eine Abspaltung von druckerchannel.de oder sowas. Ja, schaut da mal rein, da könnt ihr genau auf die Lebenszeit dann euch anschauen, was euch so ein Drucker kosten würde. Meistens macht es mehr Sinn, einen teureren am Anfang zu kaufen und dann günstige Folgekosten zu haben, sodass man insgesamt einen günstigen Preis zahlt.